Ich glaube ehrlich gesagt, es wird wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern. Aber ich kenne die Mission nicht, also von daher mal schauen. Also, eventuell sind wir jetzt schon in der zweiten Folge. Herzlich willkommen zurück. Und wir sind weiter dabei, Alkohol irgendwann nach Übersee zu transportieren. Aber erst nachdem wir das im Krankenhaus abgeliefert haben, weil im Krankenhaus wird es eher benötigt. Ich will, dass meine Leute gesund sind und deswegen sollen die alle schön desinfiziert werden, wenn sie da hinkommen. Das mit Krankenhauskeimen ist jetzt noch gar kein Thema. Die müssen wir erst anzüchten und das passiert nicht so über Nacht. Und wir produzieren Silberlöffel, die hier in diesem Hotel ganz dringend benötigt werden. Auch wie hier sogar Hotel draufsteht. Ich meine, die Lage von dem Hotel, ja, kann man sich drum streiten? Ich meine, die größte Sorge von diesem Hotel war, dass da so ein paar kleine Fährte-Äpfel davor rumliegen. Ich meine, dieses Hotel hätte andere Sorgen. So, wenn ich mir den Standort betrachte. Aber das habe ich ja nicht zu entscheiden. Irgendjemand anders hat das für mich festgelegt und deswegen haben wir elektrische Straßenbahn gebaut. So viel dazu. Wie überhaupt läuft denn die elektrische Straßenbahn? Die läuft ziemlich gut. Also, die ist wahrscheinlich völlig übertrieben für das Ganze hier. Und ich kann nicht nach oben oder unten, sondern nur nach links und rechts, wenn ich dieses Menü offen habe. Sehr interessante Geschichte. Also die Holzlöffelproduktion läuft super. Holz produzieren wir auch noch genügend für die Stadt. Ja, der Stadt geht's gut. Die wächst ziemlich heftig. Ja, also wir warten jetzt eigentlich nur ab, bis endlich mal hier ein bisschen was dahin transportiert wird. Du da, du hast keinen Alkohol bei dir, verdammt. Aber du hast Silberlöffel. Und ich wette, die gibst du klar. Ja, die gibst du hier ab, verdammt. Sehe ich das richtig, dass ihr trotzdem. Hoppla. Ah, deswegen funktioniert das nicht. Also die Linie geht trotz der Brücke, wenn die ihre Silberlöffel abgegeben haben. Geht die Linie. Ach nee, die Linie geht ja von da. Also der Alkohol. Die Alkohollinie. Was macht denn die? Ach doch, die geht da hoch. Ach, die Silberlöffellinie geht zurück. Ach, ich kann doch nicht nachdenken. Wir produzieren doch gar keine Silberlöffel. Wir produzieren Alkohol. Hast du Alkohol dabei? Verdammt. Nein, du hast einen Kaktus dabei. Ah, ich habe wahrscheinlich das Spiel zu sehr verwirrt. Dann machen wir es anders. Dann bauen wir doch zwei Linien und spalten die eine, die wir haben. Ich mache das jetzt mal im laufenden Betrieb. Ich mache jetzt einfach mal eine neue Linie von hier nach hier. Das ist Linie 1. Und nochmal eine neue Linie. Auch von da oben vielleicht? Oder von hier lieber? Nö, von hier nach hier. Und Linie 4, da werden wir jetzt erstmal alles rauslöschen. Das ist jetzt zwar ein recht drastischer Schritt, aber ihr fährt jetzt nur noch von da oben lang. So, Linie 4, dann nehmen wir mal. Wie viel habt denn ihr? Von 30 ungefähr? 33 bis 73. Also wirklich 40. Welchen Takt hat das Ding jetzt? 172. Dann, wie groß ist denn das ungefähr? Das ist ungefähr gleich groß. Dann lassen wir 20 da oben und 10 jeweils nach unten. Okay, das müsste funktionieren. Dann machen wir jetzt 1 bis 43. Ihr fahrt jetzt alle auf Linie 5. Und von 43 bis 52. Ihr fahrt jetzt alle auf Linie 6. Und von 53 bis 73 haben wir jetzt die andere Linie. Das müsste. Ja, das ist ungefähr doppelt so viel wie das hier. Bisschen weniger, aber das hat trotzdem noch ein Fahrzeug mehr als die beiden. Ja, jetzt muss ich das erstmal alles ein bisschen einpegeln. Und diese Haltestelle ist wahrscheinlich gnadenlos überfordert.
könnten der noch eine noch ein Terminal spendieren. Straßenanbindung. Aber das ist die Frage. Ich habe bis jetzt zumindest noch nie wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, hier bei so einem Ding noch sowas anzusetzen. So. Escape. Obwohl, ich reiß das nochmal ab. Ich reiß auch das nochmal ab. Weil ich will mal Folgendes probieren. Straßenzugang hier. Ah, wie kriege ich denn das hin? So wie ich will. Güter. Dahin. Straßenzugang. Dahin. Wir gucken mal. Ah, der fährt jetzt da rein. Oder die fahren jetzt da rein. Wie sind jetzt die Linien überhaupt gebaut? Okay, die... Was ist denn das für ein furchtbares Durcheinander? Zumindest das hier funktioniert. Auch wenn die hier irgendwie im Kreis drehen müssen, sich. Das ist verwirrend. Ihr wollt alle auf Terminal 2. Keiner will auf Terminal 1. Kann ich das hier noch konfigurieren? Ne, da muss ich das bei den Linien machen. Linie 4 ist das. Terminal 1. Macht mal Terminal 1. Wie sieht die Verteilung der Linien jetzt aus? Macht so chaotisch. Mhm. Ich habe keine Ahnung, das ist ja furchtbar. Das ist schon einigermaßen... Ich kann ja versuchen, dem sozusagen nochmal ein Terminal 4 zu geben. Und dann gebe ich der Linie... Achso, die werden wahrscheinlich alle immer hier drin drehen müssen. Kann ich denn nicht sagen, hier... Das ist vielleicht noch eine Möglichkeit, dass ich den von hier den Zugang gebe. Nein, ich wollte eine Straße bauen. So, die werden da schon irgendwie wieder rauskommen aus dieser Hölle. So, wie sehen die Linien jetzt aus? So sehen die erstmal furchtbar aus. Linie 4. Nein, ich wollte hier... Achso, hier muss ich draufklicken. Linie 4 ist jetzt hier Terminal 1. Ich wette, das geht immer noch nicht so, wie ich will. Die müssen da drehen. Warum auch immer. Das ist doch furchtbar. Aber die müssen doch eigentlich nur entladen und sollen dann so schnell wie möglich weg sein. Wisst ihr was? Dann... Das ist hier noch nicht mal drin. Richtig. So, Hauptsache, die anderen kriegen jetzt erstmal was. Ah, das hier... Also ich glaube, wenn ich mir das Chaos hier anschaue, es wäre wahrscheinlich wirklich sinnvoller, den irgendwie so eine komplett eigene Entladestation zu geben. Und mir gar keine Gedanken drüber zu machen. Hier zum Beispiel. Ja, das ist immer noch weit genug entfernt. Und dann Linie 4, sage ich, Station hinzufügen. Dahin und das hier kommt weg. Pech gehabt. Ja, und dann gebe ich euch nochmal die Möglichkeit zum Wenden. So, das sollte doch jetzt ein ordentlicher Wendekreis sein, oder? Ah, ich bin ein Idiot! Tombola-Anbau. Weil hier Anbau steht, aber... Ach, die brauchen doch die Kakteen. Ich Idiot. Okay, das Teil kommt weg. Dann... Kommt hier nochmal... Ich bin echt, unkonzentriert heute. Aber egal, das kriegt man trotzdem hin. So, Tombola-Anbau kommt weg. Tombola-Anbau kommt weg. Nein, Street.
Und von dort aus hierhin bitte. Und das sollte reichen. Und diese Monstruosität, die lassen wir jetzt so als Denkmal der Schande. Aber du hast noch Anbindung an die Kaktusfarm und du hast noch Anbindung an das Ding hier. Achso, und dann können wir dir sagen, dass du bei Nine Street bitteschön auch hier alles benutzen sollst. Ja. Jetzt haben wir hier wirklich alles durcheinander gebracht, aber haben wir... Ich muss noch eine Entscheidung treffen. Der Alkohol aus den hiesigen Kakteen wird in den Krankenhäusern der ganzen Welt eingesetzt werden. Zu Desinfektionszwecken, versteht sich. Okay, ich hätte erstmal da draufklicken sollen. Und erst jetzt akzeptiert der Hafen überhaupt den Alkohol. Ich Idiot. Ich dachte, so ähnlich wie mit dem Krankenhaus und dem Hotel, dachte ich, ich entscheide mich einfach dadurch, dass ich eins von beiden beliefere und irgendwann ist die Mission zu Ende. Ach Gott. In den Straßen von Topolobampo lungern einfach zu viele Junggesellen herum. Okay. Das ist der Produktivität enorm abträglich. Das verstehe ich. Sieh deshalb zu, dass ihr Übermut gezähmt wird. Okay. Und wie ginge das besser als durch die verantwortungsvolle Aufgabe der Familiengründung? Ja, genau. Da, so funktioniert das. Leute, die nichts mit ihrem Leben anzufangen wissen, denen einfach mal eine Familie in die Hand drücken. Ich meine, das funktioniert teilweise tatsächlich, aber es ist nicht der Way to go, wenn man das ernsthaft machen will, sondern das ergibt sich meistens einfach so im Leben. Aber wir stimmen natürlich zu, weil wir wollen die extra Mission haben. Wenn Leute heiraten, bekommen sie Kinder. Und dann werden sie brav und bieder. Du solltest in Sachen Romantik etwas nachhelfen, auf das bald die Hochzeitsglocken läuten. Okay, bringe 10 Personen zum romantischen Aussichtsplatz für Verliebte und dekoriere den Platz mit 10 Bäumen für ein bisschen Privatsphäre. Okay, sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bänke. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, kann ich jetzt Busse bauen oder soll ich die mit der Straßenbahn dahin bringen? Am besten noch mit dem Zug. Fahrzeuge kaufen. Beliebige Gütertypen. Passagiere. Nee. Also fährt er jetzt eben eine Straßenbahn da hoch. Warum nicht? Ein Zug bestimmt nicht. So, Landstraße. Ich mach das mal so, dass die Straßenbahn so wenig wie möglich jetzt meine Lieferketten stören sollen. So, ich hatte doch eh hier... Wie geht denn da die Linie? Ach Gott. Ja, dann fahren wir einfach mal hier in dem Kreis und dann immer darauf. Und die Leute müssten dann hier und hier umsteigen. Ich meine, ich muss nur 10 Leute beliefern und ich habe mehr als genügend Geld. Das wird sich schon mit der Zeit ergeben. Da bin ich jetzt mal optimistisch. Ich habe doch hier drauf geklickt, oder? Ja, jetzt geht's. So. Da könnte man jetzt eigentlich ganz romantisch auch mit der Pferdekutsche da hochfahren. Aber... ich lasse das mal sein. Gebäude. Ja, so eine einfache Haltestelle wird hier schon zureichen, oder? Ja, lass mal die hier halten. Dass die da von der Haltestelle direkt zu diesem kleinen Örtchen gehen können. Wo ist meine Straßenbahn-Depot-Dingens? So, Fahrzeuge kaufen. Kaufen wir auch mal 10, weil die sollen ja nicht zu lange warten auf ihre romantische Reisenmöglichkeiten. Neue Linie. Also, Moment. Aktion. Neue Linie. Okay, irgendwie hat's das... Jetzt kann ich doch bestimmt. So. So. Das müsste doch jetzt richtig sein, wenn ich mir das hier anschaue. Ja, genau. So wollte ich's haben. Und dann... 10 Bäume. Wo sind Bäume? Wahrscheinlich hier. Assets. Gemischte Bäume. Und hier noch ein paar Einzelbäume. Ist so ein...
Kaktus auch ein Baum? Okay. Ja, sehr romantisch, die Kakteen hier. Und wieso kann ich nicht irgendwie... Ah, hier kann ich irgendwie Werkzeuggröße einzeln... Okay, jetzt kann ich einen einzelnen Baum bauen. Auch ein bisschen komisch. Aber das ist einfach nur Gewöhnungssache. So. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Privatsphäre ist. Außerdem wollen die doch... Ich weiß nicht, wollen die nicht hier auf die Stadt runtergucken und so ein bisschen romantischen Ausblick haben? Oder wollen die jetzt wirklich durch ein paar Bäume gestört werden? Aber ich meine, wer hier hochfährt, der... Also, das kriegt man ja mit, wenn hier jemand unten in die Straßenbahn einsteigt. Außerdem, was ist denn mit der Stadt hier? Die Stadt hier hat ja noch gar keine Bedeutung bis jetzt gehabt, außer dass hier die Destille ist. Aber, ja, bis jetzt hat die noch nichts gemacht, die Stadt. Der Rest der des Spiels geht auch eigentlich erstmal gut. Wir haben... Okay, wir haben zu viel Geld ausgegeben, ansonsten... Nehmen wir immer genügend ein, das gefällt mir. Hochzeiten veranstalten, Personen bringen und Alkohol exportieren ist ja die Hauptaufgabe. Aber, ja, das geht jetzt sehr gemächlich seinen Gang. Meine Hauptfrage ist, haben wir schon Passagiere für Linie 7? Okay, ja, da muss jetzt nur einmal die Straßenbahn vorbeikommen. Die hängen da unten alle fest. Du bist Linie 7. Ja gut. Fahrt da hoch. Ah, verdammt. Sind ja schon welche drin. Das Ding ist leer. Das Ding ist leer. Ich hoffe natürlich, dass die sich mit der Zeit ein bisschen verteilen werden. Also... Ah, da ist sogar einer drin. Oh, hier sind... Das Ding ist voll. Okay, dann haben wir doch gleich. Autschi, das... das ist ein bisschen schwierig, um für die da hochzukommen. Aber das wäre ja auch schwierig geworden für eine Eisenbahn. Preisfrage. Hätten Pferde mehr Stärke gehabt, um da hochzuzuckern? Zugkraft 10 Kilonewton und Leistung 4. Ne, die anderen hätten noch mehr Schwierigkeiten gehabt. Wunderbar. Okay, der Alkohol ist weg. Das Exportgeschäft ist auf Kurs. Nur einige wenige suchen lieber Zank und Müßiggang. Kaum schade, wenn sie die Stadt verlassen. Doch vielleicht sollte man dafür sorgen, dass es ihnen die anderen nicht gleich tun. Mehr Export bedeutet auch mehr Wohlstand und damit mehr Zufriedenheit in der ganzen Kolonie, sodass niemand mehr wegziehen möchte. Produktivere Farmen bedeuten Wachstum. Und Wachstum ist die Lösung für sämtliche Probleme. Auf einer Insel vor der Küste lassen die Vögel ein hochpotentes Düngemittel liegen. Okay, jetzt kommt die Düngung der Kaktusfarm ins Spiel. Hier. Jetzt natürlich die Frage, liefern wir das mit dem Schiff an? Guck mal, das ist doch schon so gemacht. Das, Statt den ganzen Alkohol nur für medizinische Zwecke zu verwenden, könnte man besonderen Gästen auch ein Gläschen davon kredenzen. Ein Schnaps, so heißt es in Mexiko, ist erst dann richtig gut, wenn der Wurm drin ist. Mach dich auf die Suche nach den pikanten Tierchen, die ihr Dasein unter Tage fristen. Was? Okay. Das mit dem Wurm im Schnaps habe ich schon mal irgendwo gesehen in einem Trickfilm. Aber... Ich glaube, es war Born Together oder sowas. Ich habe das lange nicht mehr geguckt. Fand ich auch nicht so gut, die Sendung damals. Aber ja, es ist lange Zeit her und wir hatten ja nichts im Fernsehen. Ich stimme jetzt erstmal zu. Die schmackhaften Würmer sind nicht überall zu finden. Eine mexikanische Marktfahrerin meint, auf halbem Weg zwischen dem Wald und dem Sägewerk stünden die Chancen gut, welche zu erwischen, wenn du dich beeilst. Finde die markierte Stelle südlich vom Wald und grabe dort nach Würmern. Markierte Stelle. Ah, okay. Und graben heißt Tarantul nach unten. Das weiß ich noch aus dem ersten Teil. Unsere Informantin versichert, gerade waren sie noch hier. Doch gerade eben scheinen die Würmer flugs verschwunden zu sein. Versuche es noch einmal,
am Flussufer nahe der Stadt. Flussufer nahe der Stadt. Ach, da. Deswegen der schnellste Wurm, weil die immer weg sind, bevor ich da ankomme. Schon wieder nichts. Das müssen wahrlich die schnellsten Würmer von ganz Mexiko sein. Vielleicht hast du an einer der zahlreichen Meeresbuchten mehr Glück. Ich find's gerade lustig, wie die so Hure rufen und sozusagen mir gratulieren, währenddessen ich eigentlich hier gescheitert bin. Meeresbuchten. Finde markierte Stelle bei der nördlichen Bucht. Ach, da ganz oben. Okay. Das ist ja eh ein geskriptetes Event. Eieiei! Endlich hast du sie erwischt, die schnellsten Würmer von Mexiko. Okay, das war's jetzt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Mission jetzt gerade ein bisschen albern wieder. Ja, das hier mit der Hochzeit, mit dem Hochzeitsplatz und mit der Attraktion hier, das kann ich noch irgendwie mehr verstehen. Das hat mir auch persönlich besser gefallen. Aber der schnellste Wurm, der jetzt einfach hier... Ich weiß es nicht. Ich mache mir zu viele Gedanken. So, die Farm düngen, das ist immer noch unser Auftrag und ich glaube, ich mache das einfach mit LKWs. So, was heißt LKWs? Mit Pferdchen. Und ich könnte es mit dem Zug da hochbringen. Aber warum? Ich meine, ich könnte sogar... So, ich hoffe, die blockieren sich nicht so sehr. So. Jetzt brauche ich da noch ein... Gebäude. Oh, kann es sein, dass ich... Kann es sein, dass ich hier gar nicht so ein Ding bauen kann? Und dann dadurch gezwungen bin, einen Hafen zu bauen? Nee, ich kann das bauen. Es ist... Es sieht zwar hässlich aus, aber was soll's. Ja. Außerdem, das ist ja ein Lagerhaus, aber mit Schornstein. Also doch irgendwie eine Fabrik und da wird Düngemittel gesammelt. Aber das soll ja irgendwie von Vögeln kommen. Da denke ich spontan eher an sowas wie... wie heißt das? Da denke ich spontan eher an sowas wie... wie heißt denn das gleich nochmal? So... Vogelaufzucht? Ein Zoo? Sowas in der Richtung? Weiß ich nicht genau. So, neue Linie von hier. Fahrt schon mal dahin. Und dann können wir das hier in diesem Monstrum enden lassen. Ja, das passt schon. Und dann können wir der Linie 8 sagen. Nein. Der Linie 8. Ihr könnt Terminal 1 benutzen. Ich wette, ihr fahrt dann trotzdem kreuz und quer hier durch. Ja, gut. Ich meine, jetzt... Wir könnten die dann doch da oben... Was soll's? Station hinzufügen. Da hoch. Und das Ding weg. So, passt schon besser. Die fahren ja bloß dahin, liefern ihr Zeug ab und fahren wieder zurück. Und der Großteil hängt jetzt erstmal hier drin fest. Okay, das Gurano ist grau. Ich mach mal hier, blockieren die sich gegenseitig? Ach, du wirst, du hast irgendwie den Weg verloren, schätze ich mal. Warum fährst du nicht weiter? So. Jetzt geht's weiter. Ich mach mal hier, dass ihr beide benutzen dürft. So, jetzt... Wie hoch ist denn die Rate von der Linie? 58. Wie viel wird hier produziert? Ach, mehr ist genügend. Und... Das ist ja eh ein Einwegstraße sozusagen. Können wir jetzt hier noch ein paar davon kaufen. Einfach, damit der Takt erhöht wird und dass die dann früher loslaufen. Die Liebe war von kurzer Dauer. Die frisch gebackenen Eltern geraten sich ständig in die Haare und die Kinder schreien unablässig. Dagegen waren die herumlungernden Junggesellen eigentlich ganz harmlos. Ja, wer hätte damit rechnen können, dass das nicht so aufgeht, dieser wundervolle Plan. Aber jetzt haben wir zumindest mehr Leute in der Stadt.
Auch wenn das nicht unbedingt die problemlosesten Leute werden. Aber vielleicht machen wir aus denen noch was Vernünftiges. Wir sind ja in einer Utopie und hier hat jeder eine Chance, was aus seinem Leben zu machen. Ganz egal, wie dieses Leben auch entstanden ist. Ja, yeah, Bonusaufgabe abgeschlossen. Ich glaube, das waren jetzt alle Bonusaufgaben. Und vielleicht kriegt man es ja hin, dass ich noch innerhalb einer Stunde fertig werde. Ob ich die Folge dann in zwei Folgen aufsplitte oder nicht, das... mal gucken. Aber ich glaube, zwei Folgen für diese Mission, das kann man schon machen. Jetzt müssen immer noch die Farmen gedüngt werden. Ist das dann eigentlich das Letzte? Oder passiert dann noch was? Was haben wir denn noch nicht hier angeschlossen? Hier die zweite Stadt. Und ich sehe gerade, bei der zweiten Stadt, die hat ja noch was. Und diese Industrie, die Industrien in der Stadt, die haben noch keine Waren zugeordnet. Also irgendwas wird hier noch passieren, glaube ich zumindest. Aber vielleicht gibt es dann auch eine dritte Folge. Also wenn es anderthalb Stunden dauern sollte, diese Folge, dann wird es wahrscheinlich drei Folgen geben. Ansonsten wahrscheinlich zwei. So, jetzt geht's endlich los mit Farmdüngen. Das heißt, die nächste Aufgabe kommt gleich. Dummerweise hat sich herausgestellt, Kakteen wachsen nicht besser, wenn man sie düngt. Im Gegenteil, die bestehenden Pflanzen sind eingegangen. Und überall türmen sich stinkende Haufen aus Vogelkot. Oh. Muss man dann nicht einfach aufhören mit Kakteen düngen und dann ist alles wieder gut? Fragezeichen. Außerdem haben wir hier mehr als genügend Wüste. Dann bauen wir die Kakteen woanders an. Oh weh. Trotz all deiner Bemühungen geht Topolobampo jämmerlich zugrunde. Nein! Ja, vielleicht ist die Menschheit einfach noch nicht bereit für ein Leben im Paradies. Doch! Damit möglichst niemand an diese traurige Episode der Menschheitsgeschichte erinnert werde, empfiehlt es sich, die Spuren dieses Experiments zu verwischen. Nur so können künftige Generationen nochmals ganz von vorn anfangen. Muss ich jetzt die Stadt abreißen? Die Restbestände der hergestellten Materialien sollen nicht verkommen. Die mexikanische Bevölkerung ist dankbar für solch milde Gaben. Und du gehst nicht gänzlich leer aus. Was sind Restbestände im Lager? Ah, okay. Okay, jetzt kann ich hier Alkohol und Löffel verkaufen. Aber das Hotel läuft doch noch, oder? Das ist das Hospital. Aber die beiden, die wollen doch noch immer was. Guck mal, das hat sogar ist schon aufgelevelt, auch wenn mir das überhaupt nichts bringt. Sieht man das dann wenigstens im Hotel? Nö. Aber das hat schon Level 3 und ist kurz vor Level 4. Ach, die lagern einfach die Löffel hier da vorne hin. Irgendwie. Oder ist das die Fabrik, die daneben was macht? Ah, nee. Guck mal, die laden hier aus. Und dann kommen hier wieder neue Kästen hin. Okay. Aber ich finde das jetzt gerade nicht schön, dass ich sozusagen jetzt mein Paradies aufgeben muss. Ich meine, so schlimm ist es doch nicht. Wir haben ein paar kaputte Ehen mit nervigen Kindern, aber ich bin ja immer noch der Meinung, man kann ja aus dem was machen und... Ja, aber das Spiel will es so haben, deswegen werde ich das jetzt mal schnell und billig hier einrichten. Und ich glaube, ich will den... Ich werde den die Exportlinie oder die... oder das Hospital geben. Was haben wir denn hier? Linie 5 war Woodland. Linie 6 ist das hier. Und Linie 5 ist die Export. Okay, dann mache ich mal hier. Station hinzufügen. Da oben hin. Und die Davis Street, das war da unten, die kommt weg. So, jetzt könnt ihr einen Alkohol da oben abliefern. Ich baue nochmal die Straßen zu Ende, dass die schneller da langkommen. Ich hätte die gerne in die andere Richtung gedreht. Mal gleich hier ran. Na, so gut wie es geht halt. Ja, sieht gut aus. Und gebe ich denn noch ein paar Silberlöffel? Ja, warum nicht? Ist doch eh egal. Wir spielen es jetzt mal so ein bisschen... ich nenne es mal... das hier war die Linie. Die ist ja mit
allem drin. Taylor Street ist das letzte. Dann fügen wir jetzt auch nochmal das hier hinzu. Und Taylor Street nehmen wir raus. So. Und dann wird das schon irgendwann Restbestände verkaufen. Heißt das, die produzieren jetzt auch gleich nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Ein bisschen unbefriedigendes Ende dieser Kampagne. Ich dachte, jetzt passiert noch irgendwie, dass die sich alle besaufen und dadurch alles zugrunde geht. Aber so hat sich die Geschichte nicht abgespielt. Gespielt. Ist eigentlich mein Aussichtspunkt hier oben noch gefragt und beliebt. Zumindest habe ich gerade da jemanden langgehen sehen. Und hier ist auch einer eingestiegen. Ja, hier will jetzt keiner mehr. Da ist noch ein Einzelner. Die müssten doch eigentlich immer zu zweit da drin sein. Oder die gehen einzeln rein, damit niemand mitkriegt, wer da überhaupt eingestiegen ist. So, das ist die andere Linie. Die werden sich da wahrscheinlich... So. Ja, hier wartet noch ein Pärchen oder sowas ähnliches und hier warten noch welche. Aber es kann sein, dass die, die hier warten, einfach nur hier unten hin wollen. Das kann durchaus passieren. So, jetzt halten die ersten da oben ab. Die werden vielleicht noch nichts drin haben, weil... ja, ich die ja quasi rausgezogen habe aus ihrer bisherigen Transportlinie. Linie 6 war es, die ich da umgestellt habe, oder? Genau. Die müssen ja erstmal darauf kommen, dass die jetzt da hochliefern sollen. Genauso wie die Würfelfabrik. Die müssen auch noch hinter dem Trichter kommen, dass die jetzt da hoch transportieren. Ja, okay. Aber das sollten wir bald erreichen. Geschwindigkeit ist hoch. Ah, hier hat noch niemand was dabei. Sehr schade. Aber die Musik ist noch gut. So, und wir liefern trotzdem noch weiter den Vogelkot da an die Kaktusfarm. Ich meine, der Text sagt zwar, dass das nicht funktioniert hat, aber die Farm, der geht's ja trotzdem gut. Ach so, bis jetzt zumindest hat noch niemand gesagt, dass ich der Silbermine Holz transportieren muss, geben muss. Das habe ich einfach nur so von mir selbst aus gemacht, aber... Habe ich da vielleicht was übersprungen? Könnte sein, dass ich da was übersprungen habe. Aber... Aber da hätte es doch vielleicht trotzdem noch so einen Text geben müssen. Weil die Texte sind ja auch noch alle da. Baumstämme in die Stadt liefern. Dann das oder das machen. Alkohol exportieren. Hier hätten wir vielleicht auch die Silberlöffel exportieren können. Vielleicht wäre da die Geschichte anders verlaufen. Falls irgendwas hier noch schief geht und ich die Mission nicht schaffe, dann kann ich auch nochmal etwas mit dem Silberlöffeln ausprobieren. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so so schlimm ist. So, das ist... Ah, das ist sehr langsam. Okay, jetzt geht's langsam los. Du hast viele Löffel dabei, du hast viele Löffel dabei. Du hast hoffentlich ein bisschen Alkohol dabei. Naja, ein bisschen. Nicht so viel. Ah, du auch noch nicht. Es kann sein, dass die nicht so viel Alkohol dabei haben, weil die einfach zu schnell hier durch sind. Und ja, die nicht da hinterherkommen. Aber ich meine, das sollte jetzt trotzdem passieren. Denn das Hotel wird jetzt nicht mehr versorgt. Also, ja. Oh, mehrere Fahrzeuge sind in einem sehr schlechten Zustand. Das interessiert mich aber relativ wenig momentan. Bevor mir das Spiel nicht sagt, dass das schlimm ist, dann ist das nicht schlimm. So. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie beschleunige. Wenn hier nichts passiert. Guck mal jetzt. Ach Gott, nee, wieso bist du so leer? Linie 6 ist das. Linie 6. Ja, Gott, nur 11 Alkoholdinger sind da unterwegs. Und 46 Holzlöffel. Sobald die ausgeliefert sind, da haben wir doch schon mal die Hälfte weg. Über die Hälfte. Ja, das bisschen Alkohol. Wir könnten noch die andere Linie dahin fahren lassen oder die andere Linie streichen.
Aber der Export läuft doch noch. Aber theoretisch läuft das auch noch im Hotel, im Hospital. Na, was soll's. So, ihr alle... Wartung... Ihr alle werdet verkauft. Ja. Und dann Linie 5, Tschisikowski. So, jetzt bitte alle Alkohol, der irgendwie verfügbar ist, gemacht wird, ab in die Stadt. In dem Moment, wo ich die Musik mitsingen möchte, ist er schon wieder anders. So, die Stadt hat hier übrigens meine Straßen erweitert. Aber ich glaube, das macht noch keinen Unterschied. Die Pferde sollten nicht so schnell sein. Wie hoch ist denn die Rate überhaupt dahin? 53 pro Zeiteinheit. Und Linie 6 ist ja... Ja, ein bisschen mehr Alkohol haben die jetzt schon. Wir haben immer noch nicht die Hälfte. Okay, wir sind kurz davor. Ich werde jetzt entweder was rausgeschnitten haben oder ihr habt gerade eine Vorspulung gesehen. Je nachdem, wie ich mich dann später mal entscheiden werde. Ich schätze mal, mit dem hier erledigen wir das da jetzt. Sieh zu, dass niemand merkt, dass du jemals hier warst. Warum? Nur so werden fortschrittlichere Generationen in der Zukunft einen kompletten Neuanfang wagen können. Ich finde das ein bisschen drastisch, so, hey, die Stadt ist nichts geworden, wir müssen alles platt machen oder so, Spuren verwischen. Verändere die Stadt in der Landschaft und die Stadt und die Landschaft in ihrer Umgebung. Spuren verwischen. Okay. Also das Ding geht hoch, aber also ich fange jetzt einfach mal an, hier die Stadt abzureißen. Weil irgendwie verstehe ich die Aufgabe so. Aber, ich mache das mal hier so ein bisschen. So, das hier habe ich doch eh nie gebraucht. Ich soll es ja verändern. Kompletter Neuanfang. Ich finde das völlig inakzeptabel. So. Vor allen Dingen, dass die Spuren doch wieder mal zurückgehen ab und zu. Ja. Warum ist das hier ein Problem? Weil es so teuer ist. So, jetzt noch irgendwas abreißen und dann sollte es eigentlich okay sein. Nun denn, auf Nimmerwiedersehen, Paradies am Pazifik. Du hast dein Bestes getan, doch die Zeit war nicht reif für deine bahnbrechenden Ideen. Wie bedauerlich. Mögen die Kinder der Zukunft auf fruchtbarere Bedingungen stoßen, um die freie und gerechte Gemeinschaft der Zukunft zu errichten. Also ich habe bis zum Schluss jetzt nicht verstanden, warum meine Utopie gescheitert ist. Ich meine, man kann das ja durchaus irgendwie nachvollziehbar machen, aber das einzige wirkliche Problem waren die rumlungernden Junggesellen, die wir in irgendwie eine Ehe gesteckt haben. Und dann haben die Kinder gekriegt und sich nicht dafür verantwortlich gezeigt. Aber das war eine Bonusaufgabe. Hätte ich die sein lassen können und dann wäre alles gut gegangen? Ich glaube nicht, dass das so passiert wäre. Ja. Ehrlich gesagt, die Mission hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Musik war gut, die Atmosphäre war gut. Aber die Bonusaufgaben haben keinen Spaß gemacht. Die Geschichte war albern. Naja, aber wir spielen die Mission trotzdem weiter. Heute haben wir wenigstens mal die Mission 4 geschafft. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch mehr gefallen als mir. Das ist gar nicht mal so schwer. Und irgendwann demnächst werde ich dann mal Mission 5 machen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.